Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir kennen ja schon den Spülungskreislauf und wir wissen, dass die zähflüssige Spülung über lange Distanzen gepumpt werden muss. Erst in den Bohrstrang, dann viele Kilometer runter und dann im engen Ringraum wieder nach oben an die Oberfläche. Und dazu braucht man Pumpen, die einen sehr hohen Druck bereitstellen können und einen großen Volumenstrom, damit das ganze Bohrklein auch zuverlässig ausgetragen werden kann. Und die einzigen Pumpen, die das hinkriegen, so hohe Drücke zu erzeugen, das sind Kolbenpumpen. Eine Kolbenpumpe ist so ähnlich wie diese Spritze hier. Der Kolben fährt zurück und saugt die Spülung an und dann fährt der Kolben wieder vorwärts und drückt die Spülung mit hohem Druck ins Bohrgestänge und in die Bohrung. Und natürlich sind auch ein paar Ventile da dran und die sorgen dafür, dass beim Ansaugen immer die Spülung aus dem Spültank angesaugt wird und beim Ausdrücken die Spülung ins Bohrgestänge eingeleitet wird. Wie gesagt, schaffen diese Kolbenpumpen die erforderlichen hohen Drücke, das ist sehr gut, aber sie haben auch Nachteile. Der eine Nachteil besteht darin, dass der Volumenstrom so einer Kolbenpumpe relativ klein ist. Wir brauchen viel mehr. Und der andere Nachteil besteht darin, dass wir keinen kontinuierlichen Förderstrom haben, sondern die Flüssigkeit wird ja immer stoßweise nur ausgedrückt, wenn der Kolben nach vorne geht. Aber natürlich haben sich die Ingenieure für diese Probleme auch Lösungen einfallen lassen. Gucken wir mal zunächst in den Volumenstrom. Wenn der Volumenstrom einer Kolbenpumpe nicht ausreicht, dann nehmen wir eben mehrere Kolbenpumpen nebeneinander, vielleicht drei. Und das ist genau das, was wir hier sehen bei den sogenannten Triplex-Pumpen. Da sind drei solche Pumpen nebeneinander angeordnet und damit wird der Volumenstrom gleich verdreifacht. Und wenn das nicht ausreicht, dann nehmen wir eben gleich mehrere solcher Triplex-Pumpen, so wie wir das hier sehen, drei Triplex-Pumpen, dann haben wir insgesamt schon 9 solcher Einheiten und damit den 9-fachen Volumenstrom. Das Volumenstromproblem haben wir damit also schon gelöst. Aber was ist mit dem Problem des diskontinuierlichen Förderprinzips? Das lässt sich nun wiederum auch ganz einfach beheben, indem wir alle diese Kolben einfach phasenverschoben gegeneinander arbeiten lassen, so wie das hier zu sehen ist. Und auf diese Art und Weise ist immer irgendein Kolben gerade am Pumpen, am Ausschieben und dadurch wird der Volumenstrom deutlich vergleichmäßigt. Für unsere Anwendungen reicht das aber noch nicht. Und deswegen ist an jeder Triplex-Pumpe auch noch so ein großer Ballon zu sehen. Dieser Ballon ist ein Windkessel. Und was dieser Windkessel macht, das können wir sehr gut in unserem Experiment sehen. Wenn wir keinen Ballon in der Leitung haben, dann wird ein pulsierender Volumenstrom auch überhaupt nicht gedämpft. Sehr schön hier zu sehen. Aber wenn wir einen Ballon in die Leitung einbauen, so wie wir das hier in diesem Experiment sehen, dann wird der Volumenstrom gleich dramatisch vergleichmäßigt. Und so ist es auch mit unserem Windkessel. Der nimmt die Pulsationen aus der Spülung raus und alles wird gleichmäßig in die Bohrung reingepumpt. Ja, dieses und noch viel mehr lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei besuchen würdet hier in Freiberg. Glück auf!